Moin und willkommen zurück zu Foundry. Und das letzte Mal hatten wir den Hochofen das erste Mal aufgebaut und hier die Fertigungslinie mehr oder weniger fast fertig gemacht. Da fehlt jetzt nur noch das Glas. Das werden wir jetzt als allererstes mal machen. Dann sehen wir ja auch, wie das jetzt hier abläuft mit den Robotern. Wir müssen auch noch gucken, dass wir die Farbe machen. Wir versuchen es mal ohne Farbe, aber ich denke mal, wir werden sie brauchen. Wir werden es dann gleich sehen. Apropos Hochofen. Da hinten steht ja, der wird jetzt gerade wieder abgebaut. Weil ich würde den gerne ein Stück versetzen. Ein bisschen mehr, ja, nach rechts und ein Stück nach hinten. Und dann kommt hier daneben direkt der zweite hin. Dass ich zwei Hochöfen habe, einmal für die Technumstäbe und einmal für die Xenophyritplatten, dass die halt einfach nebeneinander sind. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das mit der ganzen Schlacke machen und mit dem Ignium und so weiter und so weiter. Übrigens würde ich dann auch gerne gleich den Hochofen maximal ausbauen. Hatten wir das letzte Mal nicht gemacht. Genau. Problem ist, bin ich jetzt nicht ganz schlau geworden. Man kann ja die modularen Gebäude nicht einfach abreißen, also mit der Hand abreißen, sondern die werden ja hier in diesen Flugzeugen auch wieder abgebaut. Problem ist, wenn ich die abbaue, kommt ja hier Abbauschotter oder irgendwie sowas raus. Wir gucken mal ganz kurz. Genau, Schotter. Die Frage ist, was mache ich damit und warum sind da jetzt keine mehr da? Wo gehen die hin? Wo geht der ganze Schotter hin? Ach, das wird automatisch. Ah, der Schotter wird automatisch umgewandelt. Das ist interessant. Gut. Deswegen haben wir jetzt hier auch mehr Baumaterial drin, als eigentlich reinpasst. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Glasproduktion an. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Also ich hoffe, dass der gleich fertig ist. Dann bauen wir die beiden neuen gleich. Das dauert eh eine ganze Zeit. Ich hoffe jetzt, dass der nicht allzu viel Glas braucht. Oder eigentlich ist es egal, so schlimm ist es nicht. 8, glaube ich. Ich glaube schon. Das bekommen wir hin. Dann stellen wir auch mal ein kleines Lager auf, weil Glas brauchen wir immer ziemlich oft, auch für die Solaranlagen. Also wir werden da definitiv noch eine zweite Anlage hinstellen. Was kommt da raus? 12. Ja, du brauchst hier nichts. Ist ja schnell gemacht. Jetzt habe ich wahrscheinlich doch. Na sehr gut, er erkennt es von alleine. Direkt, wunderbar. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Dass das Förderband zu halb fertig ist. Gute Frage, gute Frage. Gut, ich brauche ein paar von denen hier. Und von denen wahrscheinlich auch gleich nochmal welche. Ist schon wieder alles rot hier, cool. Also dann würde ich sagen, habe ich noch ein kleines Lager? Ja, ein kleines Lager reicht definitiv. Dann lagern wir jetzt hier einmal das Glas ein. Und jetzt wird's lustig, Leute. Ich muss natürlich auf die ganz andere Seite. Was ist da los? Also ein leeres Förderband ist ein schlechtes Förderband. Ach so, hier werden diese komischen Wafer oder wie die heißen produziert. Wafer, keine Ahnung. Aber es müsste eigentlich, ja. Also das Erz kommt noch. Da müssen wir auch noch ein bisschen mehr machen. Das ist sehr wenig. 25% läuft die Anlage aktuell, aber es so wie es jetzt ist, reicht's erstmal. Gut. Jetzt ist die Frage, wie wurschteln wir uns hier durch? Also ich könnte mich eventuell. Nee, das geht nicht. Und die Mitte hier würde ich gerne freilassen, aus welchen Gründen auch immer. Und da hinten müssen wir rein. Okay, und hier ist schon. Also hier ist Halligalli. Also einfach immer anfangen, das ist mein Motto, dann wird es schon irgendwie. Ja. Versuchen, dass wir hier den Platz ein bisschen freilassen. So, du bist bloß eine Ebene hoch, oder? Ja. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie durchkommen. Schön. Einfach durch, jawohl, so ist es schön.
Wie lange braucht denn das bis... Oh. Aber das ist wieder mal perfekt, weil hier komme ich nämlich unten drunter. Wie lange dauert denn das, bis das Gebäude da hinten fertig ist? Sehe ich das auch? Müssen wir mal ganz kurz gucken gleich. Wie viel Prozent? Weil wenn es jetzt immer Stunden dauert, dann ist es natürlich kacke. Da muss man echt davor ein bisschen aufpassen, wo man sein Zeug hinstellt. Bauforschritt 0%. Ich guck nochmal. Baustellenschotter. Okay, die Hälfte, also das... Ja, okay, das ist ein bisschen falsch. Abbaufortschritt fehlt eigentlich noch. Aber wir haben ungefähr die Hälfte. Ziemlich genau sogar. So. Dann brauchen wir auch hier übrigens eine dritte Plattform, die uns dann den Kalkstein, ich weiß gar nicht, wie heißt der? Mineralgestein bringt. Genau, weil das brauchen wir auch dafür dann später. Gut, wo war jetzt mein Förderband? Hier. Also hier kennt sich bald gar keiner mehr aus, aber naja. Das geht, das geht, das geht. Ich komme hier durch, jawohl, sehr gut. Und wir müssen jetzt theoretisch... hier rein. Ah, das Problem ist... wenn ich jetzt hier einen Greifarm hinmache, müsste ich einmal außen rum, was jetzt nicht so schlimm wäre. Aber dann vermischen sich die beiden Förderbänder. Kann das sein? Ich mache das jetzt so. Ich könnte es auch von der Seite... ja, ich kann es auch von der Seite holen tatsächlich. Das würde auch gehen. Ist vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Ja. Ich muss da echt aufpassen. Ich muss andersrum denken, wenn ich vom Input reingehe. Jetzt habe ich auch noch ein flotter Schock die Foundation abgerissen. So rum muss das nämlich sein. Da kommt es von oben nach unten, ganz genau. Hier ist das Förderband, wunderbar. Ja, das geht so nicht. Na. Gut, und somit sind jetzt eigentlich alle Roboterteile automatisiert. Mag das sein? Ich glaube schon. Bin gespannt. Aber theoretisch hätte er doch schon anfangen müssen. Ach so, ach, bin zu blöd. Yeah! Cool, dann kommt jetzt da eine Arm. Oh, die kommen ganz schön gut raus. Muss ich ganz kurz mal hier... warum geht's jetzt hier nicht weiter? Der rechte Arm. Ach so, weil hier noch der... da... ja... haben die Köpfe gefehlt, glaube ich. Macht mich jetzt bitte nicht schwach. Muss ich den Kopf zu Ende als letztes machen, dann hätte ich jetzt hier ein massives Problem. Nee, da steht's. Mögliche nächste Schritte. Befestige den Kopf. Oh, shit. Was ist denn hier passiert? Scheiße.
Nein. Das heißt, also alternativlos ist alles nach da hinten abweisen, weil das sind ja 10.000 kleine Förderbänder. Aber warum sehe ich das nicht? Es sind bloß drei Gebäude. Shit. Kann ich wahrscheinlich gar nicht abweisen, oder? Weil es so viel Zeug drauf liegt. Doch. Da muss es jetzt quasi eins nach links versetzt werden. Das heißt, hier das Förderband muss weg. Mach das jetzt einfach so. Dann ist gleich besser. Achso, ja, stimmt. Da muss ja hier das Förderband noch weg. Und hier. Ja, und jetzt brauchen wir das Hauptgebäude. Warum habe ich da eigentlich eins zu viel? Keine Ahnung. Oh, die ganzen Arme, den ganzen Mist in den Taschen. Da muss ich gleich mal alles noch mit der Hand irgendwie da reinfrimmeln. Fertigungsstarter. So. Jetzt ist es so. Wir müssen alles mal wieder verkabeln. Konfigurieren. Service-Roboter. Inventar verwalten. Muss meine Taschen ein bisschen leer bekommen. Bekomme ich überhaupt noch mehr rein? Ja. Ja, hier geht es schon wieder das 4x Lied aus. Cool. Dann hatten wir hier Arme, oder? Was für ein Arm war das jetzt? Weil man das so schlecht sehen kann. Oder es ist egal, welcher Arm. Es ist egal, welcher Arm, oder? Ja. Arme habe ich auf jeden Fall genug am Start. Arm links. Ist ja egal, welche Reihenfolge, oder? Konfigurieren. Rechts. Das war jetzt natürlich wieder mega fail. Klappt auch. War nicht so gut. Das war wieder der Klassiker. Ich glaube, ich kann auch einfach da drauf drücken. Das geht auch. Ja, ist sogar einfacher. So, jetzt habe ich keine Arme mehr. Wie schaut es hier aus? Da ist alles drin. So. Jetzt wird auch der Kopf. Na, schaut aus wie so ein kleiner Terminator für Arme. Meine Güte. Habe ich jetzt hier schon alles eingestellt? Genau, es wird jetzt angeschweißt. Sieht man da einen Unterschied? Das schaut schon geil aus, wenn das so durchläuft, bin ich ehrlich. Moment mal. Hier werden die Beine gemacht. Hier auch. Ich habe bloß. Da steht es hier anschweißen links. Also den Arm. Habe ich den rechten Arm noch gar nicht gemacht? Tatsächlich nicht. Okay. Er macht ja trotzdem den linken, aber. Also, obwohl, aus seiner Sicht der rechte, aber dann macht er hier auch einen. Ja, egal. So, dann haben wir hier. Bein anschweißen.
Er macht es doch von beiden Seiten. Also wahrscheinlich willkürlich, wie er das macht. So, jetzt bin ich gespannt. Hier hält er jetzt, weil wir die Farbe nicht haben. Kann ich das farblos machen? Die schauen noch so cool aus. Ich muss eine Farbe machen, richtig? Ja. Ah, da müssen wir das jetzt machen. Dann müssen wir das jetzt machen. Aber das sind schon einige da. Die Frage ist, also ich gehe mal davon aus, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ja, bei dir fehlt noch die Hälfte, gell? Komm, anstauben hättest du schon können. Das Problem ist halt bloß... Also nee, Quatsch. Die Frage ist, bekomme ich dadurch auch die Firma Lidplatten? Ich glaube schon, damit es jetzt einen Kreislauf gibt. Aber andersrum, wenn ich jetzt dafür Firma Lidplatten bekomme und ich brauche die Platten sonst für nichts anderes eigentlich, macht das gar keinen Sinn. Weil ich baue sie aus Firma Lidplatten und bekomme sie. Bekomme wahrscheinlich mehr Firma Lidplatten, aber ich habe ja bloß die Möglichkeit, damit was zu machen. Gut, und die Forschung, stimmt. Und die Forschung. So, wie schaut es da hinten aus? Du siehst irgendwie gar nichts mehr, kann das sein? Das hat sich jetzt... Ah, das geht, die Zahl geht nach oben hin, okay. Dann müsste der gleich fertig sein. Gut. Wie konnte ich das nicht sehen? Ach so, übrigens. Sind jetzt wieder alle Bänder angeschlossen? Warum arbeitest du nicht? Ah, weil die Roboterteile fehlen. Und dazu brauche ich auch die 4 Malitplatten, genau deswegen. Aber gut, solange die Anlage jetzt noch nicht läuft, ist es nicht so schlimm. Aber ein paar haben wir schon. Dann brauche ich jetzt Farbe als allererstes. Grundsätzlich nicht schlimm. Chemischer Verarbeiter. Muss mal ganz kurz gucken, was da alles drin ist. Olamizol brauche ich nicht. Das hier brauche ich einmal. Und das hier. Also das und das Pinke. Die beiden. Und Wasser. Aber Wasser ist ja kein Problem. Ach, hier müsste ich die Pipeline noch weg. Was ist denn? Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Moment mal. Das haben wir... Ja, wir haben das... Das hier müssen wir eigentlich rückgängig machen. Kann das sein? Ja. Weil wir das... Aber das ist doch ein anderes Gebäude. Moment mal. Flüssigtreibstoff. Was brauchen wir denn Flüssigtreibstoff? Und vor allem, wo geht das hin? Ja, ich weiß schon, wohin. Hier. Ich glaube, dass das einfach noch falsch ist hier. Ich glaube, dass das... Ja. Ja, du bist gar nicht angeschlossen. Nee. Das schaut bloß so aus. Das darf da nicht her. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das ist noch von der alten Produktion. Ja, das ist das Problem. Nee, Quatsch, du musst da rein. Jetzt ist die Verwirrung verwirrt. Jetzt ist die Verwirrung verwirrt. Hier wird das produziert. Ich habe hier ein Chaos drin, da hinten bei dem ganzen Öl. Genau. Aber es wird nicht produziert, weil die Pipeline voll ist. Richtig? Mit 500? Nein. Boah, Peter, sag mir jetzt nicht, dass wir kein Öl mehr haben.
Inhalt, minus 48 Liter. Wir müssen sogar noch was zurückgeben. Shit. Jetzt bekommen wir langsam Probleme. Aber Moment mal, ich mach das jetzt trotzdem fertig, weil das war halt ein Schmarrn. Also das ist ja mein Treibstoff für mein Jetpack quasi. Das heißt, hier muss definitiv eine T-Kreuzung her. Es hilft alles nichts. So. Und er braucht das Zeug, um den Treibstoff zu produzieren. Es ist zwar noch mega viel da, weil wir den aktuellen nicht verbrennen. Oder auch sehr wenig brauchen, sagen wir mal so. Shit, ich brauche Öl. Ist der ganze Tank leer? Ein Liter. Hey, den will ich haben. Der war mal voll, der Tank. So schnell geht das Öl weg. So schnell geht das Öl weg. Ah, das war zu weit. Übrigens, Öl. Wir müssen gucken. Hier, Tiefenpumpe-Effizienz. Dauert 100 Jahre, aber ist egal. Die müssen wir unbedingt erweitern. So, und dann war das die hier. Muss ich auch noch Öl holen. Gut, aber das war klar, dass das irgendwann kommt. Deswegen muss man die Forschung so viel laufen lassen, wie es nur geht. Damit man es nicht so oft machen muss. Problem ist, ohne Öl kommt es auch kein Teloxid mehr. Aber das dauert wahrscheinlich, bis da jetzt das leer läuft. So. Wo ist denn das nächste Öl? Geht die gar nicht weg, die Fläche hier? Nee. Die ist leer, aber die wird mir hier immer noch... Oder war hier was? Nee. Die wird mir hier immer noch angezeigt als Ölquelle. Das ist schlecht. Shit. Also wir machen das jetzt trotzdem einmal fix, so dass wir jetzt mal die Farbe, also die Produktion an sich hinstellen. Und dann kümmern wir uns um das Öl. Ja, es ist Chaos. Und zwar... Das hier kommt jetzt mal weg. Ja, das war aber klar, dass das kommt. Ich habe bloß gehofft, dass das vielleicht noch ein bisschen anhält. Aber jetzt kommt natürlich alles auf einmal, ist klar. Ja, wahrscheinlich geht mir jetzt auch noch das hier gleich aus und dann das hier und die Erze da oben. Und dann stehe ich da. Also wir brauchen... Das ist das Öl. Wir brauchen das hier und... Das Gas, was wahrscheinlich auch gleich nicht mehr da ist. Und das haben wir hier. Und das wird auch da hinten gebraucht, ja. Ich überlege, habe ich hier Wasser in der Nähe? Ja. Also dann ist es doch alles halb so schlimm. Im chemischen Verarbeiter. Einer reicht, oder? Erstmal. Ja, einer reicht. So, wir müssen das leider einfach erstmal hinstellen und dann das Rezept auswählen. Dann sehe ich erst, wo was rankommt. Das ist ein bisschen unglücklich. Wir schauen uns mal das Rezept an. Achso, das ist ja praktisch. Da bekommen wir quasi aus Schlacke Zement. Problem ist, was machen wir mit dem ganzen Zement? Wir können den ja, glaube ich, nicht einfach schreddern, oder? So, Farbe. Alles auf der Seite. Naja, gut. Und wo kommt's raus? Hier. Dann setze ich jetzt hier meine T-Kreuzung rein.
Genau. Problem ist, Moment mal, das Wasser. Nee, das bekommen wir schon irgendwie hin. Einfach machen. So, wir ziehen dich mal her. Ich glaube nicht, dass jetzt Farbe schon produziert wird. Dafür ist einfach zu wenig da. So, und hier nochmal eins hin. Gut, das erste hätten wir schon mal. Dann haben wir jetzt hier das Gas und das ist hier. Ah, das macht, obwohl wir können es so machen. Genau. Ah, nee, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen dem Wasser. Wir müssen hier. Ich glaube, es ist eher eine Etage höher. Ja, dann gehen wir hier nach oben. Bäm, das zweite angeschlossen. Und das Wasser. Das kommt hier. Ich glaube, es macht mehr Sinn, das von der Seite zu holen, ja. Ja, vielleicht ist hier noch ein bisschen was da, dass wenigstens ein Roboter fertig läuft. Glaube ich jetzt nicht. Ja, wir müssten dann eh erstmal die Pipeline hinterlegen. Puh. Also, dann hätten wir das. Wir gucken, ob Farbe rauskommen würde. Arbeitest du? Ja, tatsächlich gearbeitet. Es ist noch ein bisschen was da. Das wäre jetzt auch nicht so super weit. Ein bisschen aufwendiger ist es aber trotzdem jetzt die Pipeline zu verlegen. Was machen wir jetzt? Ich muss eh nach unten. Und dann einmal rüber, glaube ich. Hoffentlich komme ich da drüben durch. Nee. So, komm her. Ja, jetzt passt es. Ich kann da durch. Und da muss ich rein. Wir schauen mal, ob wir die Höhe beibehalten können. Aber ich gehe eigentlich davon aus. Das System ist, bin ich Vollkatastrophe. Ne, Vollkatastrophe ist es nicht, aber. Weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber meine Lampe flackert. Was ist da los? Hat gerade kurz geflackert. Ja, das geht. Dann gehen wir jetzt hier einfach durch. Durch jetzt rüber, jawohl. So, und jetzt nach unten und dann da rein. Dann geht es ja eh. Halt. Oh, es fahren schon wieder viel zu viele Pipelines. Ich sehe das.
Vor allem jetzt. Gut. Jetzt passt. Farbe ist da, oder? Ja, nicht viel. Oh, wird schon angemalt. Wird schon angemalt. Grün, lass mir jetzt mal. Plastik-Soldaten. Cool. Mach hier mal ganz kurz einen Screenshot. Ob ich die Farbe jetzt so lasse, weiß ich nicht. Aber jetzt erstmal. So, dann können wir das auch mal ein bisschen beobachten, was jetzt hier passiert. Der steht noch nicht ganz auf... Ah, Moment mal. Ja, Foundation Zone. Habe ich natürlich... Cool ausschauen tut es schon. Wenn das Band mal voll wäre... aber so kommt jetzt halt einer pro, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so. Schwärmt aus, Bots. Aber für den will ich jetzt schon ein bisschen mehr bekommen, ja, also. Der ist schon wertvoll. Okay, Service-Roboter. Die gehen da jetzt rein. Gut, und nun? Kommt ein Flugzeug, oder? Aufgabe abgeschlossen. Oh, wir haben wieder Karl. Wir gucken mal, was Karl will. Die Hochöfen müssen wir noch machen. Öl müssen wir noch holen. Alles müssen wir machen. Maschinen, die Maschinen bauen, wie inspirierend. Mit diesem großartigen Stück Technik werden wir Roboter in einem ganz anderen Maßstab herstellen können. Hoch hinaus? Haben wir sogar schon fertig. Guter Punkt, denn im Vergleich zu unseren Produktionsmöglichkeiten sind unsere Schmelzkapazitäten eher dürftig. Im Archiv findet sich der Bauplan eines beeindruckenden Gebäudes, des Hochofens. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ja. Haben wir schon gemacht. Heilige Dampfwalze. Was hast du uns denn da vorgesetzt, Baby? Es wird eine ziemliche Aufgabe sein, dieses Biest zum Laufen zu bringen. Das habe ich jetzt oft gehört. Aber wir sind ihr gewachsen, oder? Die Frage ist, lohnt sich der Hochofen, wenn der so viel Strom braucht und so viel... ja, so einen Aufwand hat? Weil dann kann ich doch auch eigentlich... diese Schmelzen hier nehmen. Wir haben in der Tat hervorragende Arbeit geleistet und der Betrieb läuft reibungslos. Und doch schlägst du vor, dass wir die Effizienz unseres Abbaus weiter optimieren könnten, um mehr Ressourcen aus jeder Erzquelle zu gewinnen? Das ist ein gutes Argument. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, hier können wir das nachvollziehen. Ah, jetzt sehe ich es aber nicht. Ach doch. Das sind die Firmalit-Stangen, die ich insgesamt bekommen habe. 172.000, eine ganze Menge, aber trotzdem viel zu wenig. Und hier sind die Roboter. Die Drohnen und hier die Roboter. Die Frage ist jetzt bloß, Verkäufe,
Ich will wissen, was mir ein Roboter bringt. Das sehe ich jetzt schlecht, gell? Also hier sehe ich, wie viel Stangen auf Lager sind. Mehr oder weniger. Das ist auf jeden Fall schon deutlich mehr als davor. Deutlich mehr. Aber jetzt kamen halt auch die ganzen Roboter. Die sind jetzt natürlich alle schon wieder weg. Das ist bitter. Gut, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass wir das angeschubst bekommen. Da werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwas machen müssen. Oder wir schubsen einfach mal die Anlage an, indem wir hier das Förderband füllen. Das machen wir aber beim nächsten Mal zusammen dann auf jeden Fall. Gut, es geht mir wahrscheinlich eh gleich die Farbe aus. Dann passt das, weil kein Öl mehr da ist. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ich würde gerne die Hochöfen setzen. Dass die schon mal gebaut sind bis zum nächsten Mal, dass wir uns den ganzen Spaß anschauen können. Das heißt, ich reiße jetzt mal die Plattform ab. Die kann man übrigens mit der Hand abreißen. Das geht. Müsste ich jetzt da haben, zwei Stück. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Heißluftofen... Auch gespannt, was da noch kommt. Hochofen, Sockel. Eigentlich müsste ich da... Ach, da oben ist auch einer. Okay. Gut. Also, wir machen das jetzt mal ein bisschen mehr... Nach hinten auf jeden Fall habe ich noch Platz. Und ein bisschen mehr nach rechts Platz. Zu den Solaranlagen. Machen wir mal so, oder? Gut, und dann kommt jetzt meine Bautafel. Und jetzt heißt es voll aufrüsten. Heißluftgebläse. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Turm. Wie viele Türme kann ich denn bauen? 5. Richterturm. Richter. Ich kann nicht ranzoomen, oder? Egal, wir bauen einfach alles. Ich befürchte, ich habe mich damit übertan. Da unten stehe ich. Da sieht man mal, wie groß das Ding ist. Warum Eingang? Rohrleitung Eingang. 26.000 Baumaterial. Das ist das, was wir haben. Ungefähr. Bau beginnen. Ach du Kacke. Naja. So, Foundations habe ich noch. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie viel Platz ich lassen sollte zwischen den beiden. Ich hätte den gerne natürlich ganz am Anfang gebaut, aber es war natürlich blöd, dass ich den erst wieder abbauen muss. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen Platz dazwischen brauchen, oder? Glaube ich schon. Ja, da warte ich jetzt einfach mal noch. Vielleicht bekomme ich hier von euch noch irgendwie eine Info. Mal gucken. Je nachdem, wann ich auch das nächste Video mache. Das ist auch so eine Sache. Aber ein bisschen Platz lasse ich dazwischen auf jeden Fall, dass die schon mal gebaut werden, die beiden. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinmachen. Hier muss auf jeden Fall noch ein Flugzeugplattform her mit meinem Mineralgestein. Dann werde ich jetzt nebenbei... Das ärgert mich, dass das nicht weggeht. Wie bei den anderen Ressourcen, wenn es leer ist. Dann werde ich jetzt nebenbei mal das hier anschließen. Das ist ja kein Hexenwerk. Hier ist ja schon alles angeschlossen. Warum ist eigentlich da noch Erz drin? Das kann doch auch gar nicht sein. Es kommt noch was. Ein
Bissing, was kommt noch? Wir schauen mal, wie die Ölquelle ausschaut. Die Statue will ich gerne noch bauen, aber das hat alles keine Priorität, weil jetzt gehen natürlich wieder ordentlich die Baumaterialien weg. Aber gut. Dafür haben wir es ja. Hier ist das Erz. Und hier irgendwo müsste die Ölquelle sein, da hinten. Im Wasser oder am Wasser. Ich hasse es. Hier. Dann setzen wir die hier hin. Moment mal, habe ich so einen? Ich könnte es wieder hintergehen und einen abbeißen, aber bauen kann ich gar nichts. Fast gar nichts. Shit. Muss ich die auf verschiedenen Höhen setzen? Ich hole jetzt schnell die mal zwei, drei Stück. Ja, jetzt bin ich ja mittlerweile auch viel schneller. Die Frage ist, reicht mir, wie viel, wir haben hier 4 oder 5, glaube ich, gebaut. 4. Weil es damals, ich denke, eine Aufgabe war. So, was könntest du denn fördern? Sehe ich das hier? Nee. Lustig wird natürlich auch, die brauchen Starkstrom. Schön. Also ein... Zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache Solaranlagen und mache Starkstrom. Daraus, es geht, aber dann habe ich ja mehr oder weniger 2 Kreisläufe, oder? Stromkreisläufe, und das will ich ja nicht. Das heißt, ich muss ein Stromkabel legen. Aber ob ich das immer mache, weiß ich nicht. Gut, also, wir haben hier 1800 Liter. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir schon, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, ob ich da unten hin muss oder... So, die Pipeline geht nach hinten raus. Ah, ich hätte gleich alle 4 holen sollen. Egal. So, du hast 5,15 Millionen Öl. Plus, wenn das fertig ist, nochmal 20%. Also nicht 20% mehr Öl, aber es kommt halt einfach 20% mehr raus. So kann man das sagen. Und dann werden wir uns das da hinten anschließen. Mit einer Pipeline einmal schön außen rum gehen. Geil. Das wird aber übrigens, hoffe ich, tief... mit tiefstem Herzen, dass das die letzte Quelle ist, die wir mit einer Pipeline von A nach B bringen müssen, weil es sollen ja bald die Containerschiffe kommen, also die Flugzeuge für Flüssigkeiten. Und dann ist es kein Problem, dann mache ich hier einen Frachthafen hin und dann kann das Flugzeug hier landen und das Öl geht da rein. Das ist der Plan. Und dann können wir es von überall holen. Problem ist halt immer, ich glaube, ich werde das tatsächlich nicht so machen. Bei den unendlichen Quellen wie hier schon, weil das dann einmal ordentlich ist, aber bei den Öl, weil wir das immer wiederholen müssen, nicht. Da werde ich dann tatsächlich zum Beispiel hier oder was weiß ich wo, einfach Porzellananlagen hinsetzen, damit die Pumpen betreiben mit dem Hochstrom oder Hochspannungsstrom, einen Transformator hinsetzen, damit die Flugzeuge fliegen können und dann ist alles gut. Und ich glaube, die Lader brauchen auch... Ja, ich brauche auch Lader, ja. Förderbandlader für das Einladen, logischerweise. Beim Olomit nicht. Aber trotzdem. Gut. Dann hätten wir das. Schön, gut. Also beim nächsten Mal werden wahrscheinlich beide Türme stehen. Wahrscheinlich. Ich werde das Öl angeschlossen haben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die Farbe passt. Schauen wir mal. Und dann kümmern wir uns mal um den Hochofen. Das wird ein... das wird brutal, glaube ich. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, wenn das so aufwendig ist, wenn da so viel Strom gebraucht wird, wenn da... Da werden ja auch mehrere Materialien gebraucht. Und dann kommt da zwar schon sehr viel mehr Erz raus. Aber davon haben wir ja unendlich eigentlich. Mit dem Fracking. Aber gesehen haben will ich es auf jeden Fall mal. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.